Herr Belitzer, beurlaubt von Ihren Funktionen als Trainer bei der Austria, irgendwie überraschend für Sie gekommen? Ja gut, das sind die Mechanismen im Fußball. Wenn eine Mannschaft nicht funktioniert, dass dann Trainer der ist, der entlassen wird oder beurlaubt wird. Und ja, das muss man akzeptieren und ich akzeptiere das und gehe meinen Weg weiter. Nach den ganzen Erfolgen, die Sie erlebt haben mit der Austria, Champions League Einzug, eine sehr starke Champions League Gruppenphase gespielt, aber in der Meisterschaft, da hat es irgendwie nie so ganz funktioniert. Wieso? Ja, hat einfach nicht funktioniert. Das könnte man so in tiefe Analyse gehen, warum und wieso. Aber ich will das nicht so öffentlich machen. Wir haben das oft intern gesprochen und das soll intern bleiben auch. Sind Sie ein wenig enttäuscht? Nein, das, wie gesagt, ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe jeden Tag von 0 bis 24 für Verein alles gegeben und meine Bestes gegeben. Vielleicht war das nicht genug und für mich ist eine große Lehre diese Arbeit beim Austria gewesen und eigentlich war auch eine große Ehre für mich, hier Trainer zu sein. In der Replik jetzt gesehen, haben Sie vielleicht auch den einen oder anderen Fehler gemacht, wo Sie jetzt im Nachhinein sagen, das war vielleicht eine große, grobe falsche Entscheidung? Ja, die größte Fehler habe ich gemacht mit Lukas Rothpuller, dass er nicht in Champions League Einsätze bekommen hat. Das ist mein größter Fehler und das bereue. Das bereuen Sie, sonst sind Sie mit Ihren Leistungen und mit Ihrer Arbeit ganz zufrieden. Aber irgendwie hat man den Anschein gehabt in den letzten Monaten, dass Sie die Mannschaft einfach nicht mehr erreichen. Hatten Sie den ähnlichen Eindruck? Das würde ich nicht kommentieren. Wir haben das analysiert intern und das soll auch intern bleiben. Und wie gesagt, ich wünsche zum Spieler alles Gute, wünsche zum Verein alles Gute, dass sie Europaplatz einfach am Saisonende erreichen können und bin voll überzeugt, dass man das auch erreichen wird. Wie geht es jetzt weiter mit Nenad Bjelica? Nehmen Sie sich ein bisschen eine Auszeit? Ja, bin beurlaubt, also habe noch Vertrag beim Austria bis 2015. Natürlich, man wird gerne arbeiten, aber gut, jetzt Vormittag denke ich nicht an das, sondern qualitativ die Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Okay? Danke, Nenad. Alles Gute. Wir sehen uns sicher wieder.